Ich liebe dich. Doch was bedeutet eigentlich Liebe? Es gibt verschiedene Definitionen. Für uns ist Liebe, jemanden zu finden, mit dem man alles uneingeschränkt teilen kann. Jemanden, mit dem man lachen kann. Beide verrückt sind und denselben Humor teilen. Jemanden zu finden, mit dem man alles machen und erleben kann. Wo man immer akzeptiert wird, egal wie man auch ist. Jemanden, mit dem man den Alltag zusammen bewältigt, zusammen aufsteht, die Zähne zusammenputzt, einen Abschiedskuss gibt, bevor man zur Arbeit fährt, zusammen einkauft, kocht, kuschelt, spazieren geht und gemeinsam einschläft. Jemanden, der immer zu einem hält, auch wenn mal alles nicht so nach Plan läuft. Jemanden, mit dem man über die Welt philosophieren kann, die Sterne zusammen auf einer Decke anschaut und eines Tages eine Familie gründet. Jemanden, den man liebt, auch wenn die Kinder bereits groß sind. Eine Beziehung, wo man ist wie beste Freunde. Eine Liebe, die so stark ist, dass man immer noch verrückt nacheinander ist. Noch viel mehr als am ersten Tag. Eine Liebe, wo schwere Zeiten noch mehr zusammenschweißen. Jeder Streit bewältigt wird und sich jeder geborgen fühlt. Und ja, wir lieben eine Frau. Und ja, das ist auch Liebe. Es war ein schwieriger Weg für uns beide, uns so zu akzeptieren, wie wir sind. Wir haben lange gebraucht, um zu sehen, dass das ganz normal ist. Doch dieser Weg bis dahin war manchmal steinig und irgendwie auch schwer. Sich selbst nicht treu sein, die Familie und auch Freunde anzulügen und ständig einen dicken Kloß im Hals zu haben. Nein, es war nicht einfach. Das wollen wir auch gar nicht leugnen. Aber der Weg hat sich gelohnt. Und auf diesem Weg wollen wir dich begleiten. Lass dich nicht drängen oder steh nicht unter Druck. Du musst für dich entscheiden, wann der richtige Zeitpunkt gekommen ist. Niemand kann oder sollte dir vorschreiben, wann, wo oder wem du es erzählst. Hör auf dein Herz, das ist das Wichtigste. Und wenn dein Herz dir sagt, dass du eine Frau liebst, dann ist das vollkommen in Ordnung. Die Leute, die es nicht in Ordnung finden, werden darüber hinwegkommen. Aber du wirst dich nur selbst lieben und ein glückliches Leben führen können, wenn du dich glücklich machst und keine anderen Menschen. Wenn das nicht sofort klappt, ist das kein Problem. Wir haben auch lange gebraucht. Aber wir würden uns freuen, wenn wir dich und du uns auf dem Weg begleitest.